Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns im Wassertempel, dem Lieblingstempel der gesamten Bevölkerung. Und... ja, ich fange so langsam an, die Dinge wieder zu erkennen, warum der Wassertempel jetzt nicht unbedingt in dem Bereich Beliebtheit weit oben ankommt. Also, ja. Fakt ist aber, wir haben einen Schlüssel. Yay. Und können jetzt vermutlich in einen weiteren nützlichen Bereich. Obwohl es echt irgendwie strange ist, dass man hier Schlüssel braucht. Also man läuft eigentlich durch das Spiel, weil man Schlüssel braucht. Weil man die Schlüssel verbraucht, um Schlüssel zu kriegen. Praktisch. Das macht keinen wirklichen Sinn, was ich da gerade sage, aber... man braucht Schlüssel, um Schlüssel zu kriegen, so einfach. Außer man weiß, welche Türen man braucht, dann wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch so eine 100% Run-Geschichte. Ich persönlich finde immer so, ja, okay, Let's Play selber kann man als Story nehmen. So diese Story-Let's Plays. Aber vieles denke ich mir auch immer so, ja, man will ja nicht für die Leute alles praktisch spoilen, so... manche wollen halt selber die Secrets entdecken und sowas. Ist aber auch jedem selber überlassen. Ernsthaft jetzt? Okay. Also dann könntest du dich jetzt bitte dazu entschließen, deinen Endhaken zu ziehen? Warum ist das jetzt überhaupt hier so ein Ding? So, oh ja, für die Kante brauchst du einen Enterhaken. Hör, wir sind zu clever. Hier. Weg. Bus drauf. Ach stimmt, hier war ja auch noch was. Also läuft es anscheinend gerade so ab, dass ich den Tunnel durch den Tempel von unten nach oben abarbeite. In dem Moment, da brauche ich den verlängerten Enterhaken für. Und hat sich schon erledigt. Meine Flöckchen, Stiefel und ab nach oben. So, mal sehen. Wieso gehen die Fackeln eigentlich von alleine an? Jetzt muss ich ja irgendwie das Wasser wieder hochkriegen. Würde ich jetzt mal behaupten, jedenfalls. Ja, klar. Wow. Wo kommen Sie denn her? Ist ja auch egal, wo du herkommst, Miss Toad. Komm ich da irgendwie? Das ist gerade kontraproduktiv, glaube ich. Shit. Okay, Moment. Halt, stopp. Das können wir noch alles irgendwie bestimmt regeln. Ich habe schließlich Schlüssel und so. Aha. Da haben wir doch Situation unter Kontrolle. Genau. Und hier haben wir wieder für die Ocarina Wassersteigezeit. Yeah, Link in Concert! So, Wasser steigt, aber wird jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel steigen, oder? Nur bis hier? Ja, tatsächlich. So, bevor ich jetzt aber dann dahin gehe, benutze ich jetzt gerade mal kurz die Stiefelchen wieder. Zeit ein bisschen abzusacken, weil darunter ist ja jetzt ein Weg frei geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde sagen, gelandet wie so ein Champ. Was haben wir denn hier unten? Mit nichts. Ach doch, ich sehe, wie der Hase läuft.
Phase 1, Kampf. Nachdem der Kampf gemeistert ist, Muscheln nerven mich irgendwie, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, die sind also als Gegner designtechnisch nicht wirklich gut. So. Ja, muss halt mal ein Stein. Oh mein Gott! He's made of liquid metal. Achso, jetzt habe ich die Kammer, die Gegner aus der Kammer zerstören müssen, damit ich da hinten hinkomme. Ich möchte meinen Schatz abräumen. Please, aufwärts. Aha. Ich denke jetzt mal, hier wird einfach auch nur wieder ein Schlüssel drin sein. Dann haben wir einen Sprachschirm. Zwei. Also ich habe jetzt keinen Plan, ob bei der anderen Seite was ist. Ich guck mal. Das wäre ganz praktisch. Ne, ist nur die Kammer selber gewesen. Naja, macht ja nichts. Stuff haben wir. Hep. Gut. Schlüssel können wir immer gut gebrauchen, also steigen wir jetzt erstmal nach oben. Wenn man so eine Rüstung hat, womit man unter Wasser atmen kann, dann kann man ruhig mal so 2-3 Stunden lang im Wasser schwimmen. Fliegen schon mal gar nicht, aber schwimmen. Dann geht man weiter hoch. Aber das nützt mir natürlich jetzt nicht viel. Wenn ich den Enterhaken noch nicht habe, den verlängerten. Ja, hier oben kein Problem. Ich weiß gerade gar nicht, ob das einfach nur die Grundhöhe jetzt ist. Nee, das ist nur die erste Etage, die jetzt eingenässt wurde. Das macht jetzt zum Glück nichts. Au. Warum wusste ich, dass das passiert? Ich wollte mich eigentlich extra beeilen, damit es nicht passiert. Und es passiert. Okay, macht nichts, macht nichts. Macht nichts. Alles gut. Ist nicht lang genug, also werden wir wohl aus dem Zeug mit dem Bogen schießen müssen. Ich wäre dann jetzt fertig. Gut. Es ist einfach nur dazu gedacht gewesen, in die dritte Etage zu kommen. Tatsache. Damit dürften wir wohl das Ultimative eingestellt haben. Ich würde sagen, mehr wird da wahrscheinlich nicht drin sein in der Sache. Ach so, nee, Moment. Das sind nur hier die Basics. Schwarze Hölle. Hey. Jetzt kommen wir hier rein. Was haben wir hier? Oh, Fledermäuse. Überall sind sie. Wieso sollte eine Fledermäuse im Wassertempel sein? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich denke mal, da wird gleich der Bereich sein, wo wir den verlängerten Enterhaken kriegen, weil so langsam schränken sich ja da die Möglichkeiten von uns ein. Aha. Komm ich nicht mit hoch. Also rüber. Hat nicht geklappt.
müssen die jetzt jedes Mal auf Spawn? Das ist ja echt notwendig. Oh. So, Doge. Jetzt müssen wir ernsthaft Treppensteigen mit Enterhaken machen. Hopp. Wo sitzt denn scheiß Enterhaken? Daneben? Daneben? Mein Gott. Skill Level over 9000. So. Oh nein, ich hab keinen Schlüssel! Du willst mich da. Oh Mann! Ist mir jetzt egal. Ist mir alles egal. Bin ich gar nicht reingemustert, bringt mir gar nichts. Okay, macht nichts, macht nichts. Nichts, alles gut, alles ist unter Kontrolle. Denke ich jedenfalls. So, dann gehen wir mal hier rüber. Ist ganz klar, dass wir hier noch mehr Spiele dieser Art haben werden. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Ich wollte jetzt gerade da runter, aber da wollte ich jetzt gerade noch nicht ursprünglich hin. Weil wir haben doch da unten jetzt alles aufgeschlossen. Das ist ja logischerweise in der Ebene weiter oben jetzt auch wieder Wasser. Und das heißt, wir können weiter nach oben. Außer wir können nicht. What the fuck? Okay, ich lasse das mal lieber sein. Sonst glitscht der mir nachher noch weg. Macht nix. Alles unter Kontrolle. Komm schon. Okay, hätte ja sein können, hätte ja funktioniert. Scheinbar funktioniert es nicht. Scheinbar war diese Idee dann unsinnig. Komisch, dass er sich nicht an dieser verfluchten Kante da festhalten kann. Link, du kannst dich daran festhalten. Tu's. Just do it. Na gut, ach egal. Schubadabdabdab, gucken wir mal nach. Wir waren ja hier noch in anderen Bereichen. Wo ich ja nicht so gut abgeschnitten habe. Im Moment, hier war ich ja. Ne, dank ihr Teufelsrochen. Euch möchte ich nicht als Gesellschaft haben. Heißt ganz nach oben. Durch den Turm auch einfach wieder rein. Den kann ich nicht. Fahrt zur Hölle. Ich hätte mich jetzt zwar nicht unbedingt treffen lassen müssen, aber ich habe da jetzt gerade auch keinen wirklichen Stress mit, mal getroffen zu werden. Ich habe schließlich genug Gesundheit und das Spiel hat ja nicht den unmenschlichsten Schwierigkeitsgrad. So, mal sehen. Ich den Stein rausziehen, dann. Ah. Aber dann sollte ich vorher checken, was hier unten noch so abgeht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ah. Heißt das jetzt durchschieben, oder? Geht ja gar nicht. Man müsste den mal von der Seite schieben müssen können. Dann wäre das alles kein Problem. Na gut, haben wir zugebaut. Aber egal, da war ja sonst sowieso nichts anderes. Okay. Ach so. Doch, Moment. Ich müsste in den Turm reinkommen. Da ist ja der Problem. Wir sind in der untersten Tür. Ich habe einfach keinen Zug. Ach mein Gott. Hör doch auf zu tauchen.
Ich habe ja nur keinen Zugang gehabt, weil ich da ja dieses Podium-ähnliche nicht hatte. Aber wenn wir hier sind, zack, gibt es doch hier drüben die. Ach, ist die jetzt ernst? Ne, ist die nicht, oder? Das ist die Tür. Aha. Plötzlich habe ich so Flashbacks, dass er doch irgendwann war, warum ich den Tempel nicht mochte. Scheiße. Okay, an der Stelle werde ich den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, hier durch diesen Wassertempel irren und in der Hoffnung, irgendwie ihr das zu meistern. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.